Die Ruhe vor dem Sturm könnte das Wetter in den kommenden Tagen perfekt beschreiben, denn es geht im wahrsten Sinne des Wortes auf und ab, nämlich mit dem Luftdruck. Zuerst bestimmt jetzt am Wochenende ein außergewöhnliches Hochdruckgebiet unser Wetter. Das bedeutet, es wird ziemlich ruhig und dann könnte sich das aber im Laufe der nächsten Woche mit einem ziemlich starken Sturmtief auch wieder ändern. Und damit hallo hier bei Wetter Online. So kurz vor Weihnachten geht's beim Wetter nochmal richtig rund. Wer ein Barometer zu Hause hat, der wird die Nadel in den kommenden Tagen wild hin und her flitzen sehen. Denn hoch und tief rangeln um den Platz über Mitteleuropa. Der Sieger der beiden bestimmt dann das Wetter zum vierten Adventswochenende. Jetzt kommt aber natürlich erstmal das dritte Adventswochenende und das wird, wie eben schon angesprochen, von diesem außergewöhnlichen Hochdruckgebiet bestimmt. Außergewöhnlich, weil es einen Kerndruck von 1040 Hektopascal hat. Die zeigt dann das Barometer im Süden Deutschlands wahrscheinlich sogar an. Richtung Norden werden es etwas weniger sein. Dort zeigt sich der Himmel auch meistens grau, es gibt noch leichte Schauer und es bleibt relativ windig. Ganz im Gegensatz dazu im Süden, da ist es windstill und es bildet sich eine sogenannte Invasionswetterlage aus. Das bedeutet, auch hier ist es meistens grau, weil eben Nebel und Hochnebel sich relativ zäh halten. Aber oben in den Bergen kommt die Sonne am meisten raus und hier wird es dann auch richtig schön oder eben, wenn sich der Nebel mal auflöst. Auch zum Start in die neue Woche ändert sich daran erstmal nur wenig, aber nach und nach macht sich eben der tiefe Luftdruck bemerkbar und je nach Wettermodell wird das schon ganz schön massiv berechnet, da stürzt der Luftdruck nahezu ab. Das erkennt man hier gut an der blauen Färbung. Der Luftdruck beträgt nämlich dann über Deutschland nur noch so um die 980 Hektopascal. Weiter nördlich im Zentrum des Tiefs ist der Luftdruck noch etwas niedriger. Insgesamt sind diese großen Schwankungen aber nicht gefährlich für uns Menschen. Wetterfühlige allerdings, die könnten das deutlich zu spüren bekommen. Was aber alle zu spüren bekommen, ist der Wind, der eben mit diesen großen Gegensätzen einhergeht. Bei dieser Konstellation weht er zwischen den Druckgebilden aus westlicher Richtung und erreicht damit auch Deutschland. Dabei ist das Sturmpotenzial in den Tagen vor Weihnachten deutlich erhöht. Einige Wettermodelle berechnen derzeit sogar eine Sturmlage mit schweren Sturmböen und örtlich sogar orkanartigen Böen. Andere Berechnungen sehen den Sturm aber nicht ganz so stark. In unserem 14-Tage-Wetter in der Wetter-Online-App könnt ihr die aktuellsten Entwicklungen immer mitverfolgen. Wie stark, wann und wo das Tief durchziehen wird und wo sich anschließend positionieren wird, das bestimmt dann das Wetter bei uns am vierten Adventswochenende. Bis dahin genießt aber erstmal das kommende bei meistens trockenem Wetter, auch wenn es oft grau ist. Ich bin Annika Jakob von Wetter Online.